Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Railroad-Video. Wir sind mal wieder als Fahrdienstleiter unterwegs und zwar in Rotkreuz. Großer Bahnhof hier, hat hier auch noch eine Abstellung und wir haben mehrere Anschlüsse. Einerseits einer von Oberrüti, dann von Gisikon hier unten auf der Hauptstrecke. Also die zwei Sachen sind hier verbunden. Von Küsnacht, dann haben wir Immensee Bahnhof und da geht es nach Arzgoldau und da oben geht es nach Kam oder Kam raus, bin mir nicht sicher, wenn man das richtig ausspricht. Ja, 22 Züge geht theoretisch maximal eine Stunde. Werden wir mal sehen, ob wir hier maximale Punkte kriegen. Und einer kommt hier schon. Der will nach Oberrüti 2, also hier rauf. Okay, dann lassen wir dich da mal in die SBL reinfahren und erstmal bis zum Bahnhof Immensee. Und dann schauen wir, ob ihn gerade weiterschicken kann. Wir werden hier mal vorspulen. Ja, da kommt schon der nächste. Du bist nach Arzgoldau Gleis 1. Kannst du haben. Genau das passiert, was ich mir schon gedacht habe. Alles klar. Ja, vorspulen, das ist schon was Praktisches. Da oben der nächste. Wo bist du hin? Rotkreuz Gleis 5 und fährt dann wieder retour. Rotkreuz Gleis 5 kriegst du. Bei der Ankunft bitte wieder wenden. Besten Dank. Und jetzt kannst du eigentlich da in die SBL reinfahren. Wo musstest du jetzt nochmal hin? Warte mal ganz kurz schauen. Oberrüti 2, also hier auf das 2. Du bist auf Rotkreuz 1 und dann nach Gisikon. Okay. Wie kommst du? Gut. Kommt auch schon der nächste. Rotkreuz 3 und dann fährst du da rechts rauf. Okay. So, der Kollege will auf Rotkreuz 2 und fährt dann nach Gisikon. Also eh darüber. Perfekt. Hey, du bist aber lange hier. Wenn du dann hier bist, ab auf das Durchfahrgleis hier und dann raus mit dir, oder? War 2. Ja. Schauen wir mal, ob wir das so lassen können. Intelligente Sortierung, 16 Minuten bleibt er stehen. Weiter geht's. Der fährt noch grün. Oh, der fährt gleich mal weiter. In 2 Minuten... Könnten wir eigentlich schon mal stellen. Viel Spaß bei deiner Ausfahrt. Der Kollege bleibt 8 Minuten stehen. Cool, dann haben wir erstmal alles eingestellt. Weiter geht's. Ach, der nächste. Der will nach Arzgoldau. Also nach da unten, der für die ganze Strecke. Okay. Dann kriegst du erstmal hier so die Fahrt bis hier Gleis 4. Du bist nach Oberrüti 2. Schon wieder so ein Güterzug. Du kriegst Einfahrt bis nach Immensee. Gut, erstmal alles unter Kontrolle. Wer von euch fährt als erstes ab? Er hier. Ja, dann in 6 Minuten. Gut, vorspulen. Vier Minuten gehen wir dir auch schon mal. Voreinstellung. Er ist auch unterwegs. 7 Minuten, ja, sehr gut.
Und der nächste. Art Goldau 1. Wieder so ein Güterzug. Was wollen die alle da unten? In die SWL. Dahin. Und erstmal bis da. Und ich glaube, ihn können wir dann auch schon mal weiter schicken. Und zwar bis hier rein erstmal. So, hier können wir auch die Weiterfahrt mal geben. So, du bist noch Gisikon runterfahren, ja, kannst du auch haben. Lass das mal bis zum Bahnhof und dann fährt ihr hier unten rein. Ist ja noch recht einfach bis jetzt. Aha. Der fährt dann nach rechts. Okay. So, kannst du durchpfeifen. Der bleibt noch 4,5 Minuten stehen. Auch gerade schon mal weiterschicken. So, der Güterzug ist jetzt da am Ankommen. Das heißt, Durchfahrt kriegst du da. Wo willst du hin? Immenseegleis 2. Und dann will der noch Küstennacht. Okay. Dann fahren wir bis hier hin. Du bist noch Gisikon fahren. Da muss ich jetzt aufpassen. Sie sind nicht voll schick. Erstmal wieder rein in die SBL. Und dann musst du auf Gleis 3. Dann herunter. Das wird eine knappe Sache. Ah, ich lasse den Güterzug zuerst fahren. der rollt schon. Hoffentlich war das jetzt kein Fehler. Doch, das war ein Fehler. Oh ja, Punkteabzug deswegen. So, du fährst dann auf Gleis 2. Oder? Ja, Gleis 2. Aha, du bist nach Art Goldau. Gleis 1. Jetzt hast du aber noch Immensee Gleis 3. Du bist wieder nach Oberrütti. Kriegst du. Oberrütti. Du wartest mal auf den hier. Bis der weg ist. Und nach einer Minute willst du da runterfahren. Dann habe ich das auch schon mal voreingestellt. Hier können wir dann auch schon mal die Weiterfahrt geben. Nach da drüben. Sehr gut. Lauft. Art Goldau 1. Okay. Dann fahren wir hier so. Und einmal einfach bis zum Bahnhof. Bist du ein Intercity? Ah, das ist ein Intercity. Doppelter. Okay, cool.
So, dich nochmal anschauen. Du fährst nach oberen T2. Das heißt, rein mit dir in die SBL. Und auf dieses Gleis. Easy going. So, wo bist du? Rotkreuz 5 und dann fährst du wieder zurück, wo du herkommen bist. Alles klar. Ist überschaubar hier noch. Ah, und der nächste. Du bist noch die Sekunden auf die 2. Viel Spaß, Durchfahrt hast du. Du bitte wenden, wenn du ankommst. Dankeschön. Der will auch noch Oberrütti. Wieder so ein Güterzug. Müssen wir einfach bis zum Bahnhof. Noch einer irgendwo? Nee. So, der Kollege ist jetzt am Kommen. Dann kriegst du hier schon mal die Weiterfahrt. Dann abwarten, ob von Küsnacht was kommt. Oh, stimmt. Du musst hier noch weiter und du bleibst hier noch 14 Minuten stehen. Rotkreuz 1. Okay. Wenn du unbedingt die 1 haben willst. Kannst du hier mal weiterfahren, fährt dann hier nach rechts oben weiter. So, und den schicken wir jetzt mal weiter in die SBL. Wo musst du hin? Nach oben, okay. So, ebenfalls wieder. Jetzt ist der Zug da drin, kann ich den nicht da reinschicken. Aber jetzt. Gut. Acht Minuten. Er hat, jeder hat seine Vorstraße, sehr gut. Rotkreuz Gleis 2. Ist er auch oben, fährt dann auch noch. Arm darüber. Und du bist Rotkreuz Gleis 2. Fährt aber der Kollege jetzt schon hin. Ach nee, warte mal. Nein, der muss auf Gleis 3. Fuck. Scheiße, ja, dann fährst du halt jetzt auf die 3. Oh scheiße, da kommt er gar nicht hin. Nein, scheiße, Dreck. Fuck. Oh, what a fail. Scheiße. Ja, es gibt jetzt Punkteabzug. Ach, Mann. Kann ich was bauen? Nee, ne? Schade. Mal schnell die Weiche reinziehen. Im laufenden Betrieb. Ja, sorry. Du bleibst erstmal in der SBL stehen. Hoffentlich fährt der schnell weg. So, Güterschleuder ist da. Der bleibt hier noch 7 Minuten stehen, also muss gerade erstmal weiterfahren. Falscher Bahnsteig, ja, ich weiß. Lauf der Timer trotzdem. Oh ja, Gott sei Dank. Noch hier oben, da rein, da rein. Du wolltest Rotkreuz 2, dann tun wir das jetzt schon mal programmieren. Sorry. War keine Absicht. Doch einer.
Immensee und dann Küstnacht. Okay, und auf Gleis 2. Kriegst du. Packen, der hat natürlich jetzt auch Verspätung. Einmal SBL und darauf bitte. Du kriegst auch schon deine Ausfahrt. Wo bist denn du dann eigentlich hin? Du bist dort über. Gut. Ja, das sind dann die letzten Züge. Das ging ja schnell hier. Gut, einmal Küstnacht. Letzter Zug. Okay. Ja, das war jetzt nicht das Geilste. Aber gut, immerhin 543 von 550. Zwei Abzüge. Hat Spaß gemacht. Wo sind wir denn jetzt mit der Zeit? 16 Minuten. Ich glaube, wir suchen uns noch eine kleine Station raus. Und schauen, was wir da machen. Also bis gleich. So, ich habe eine neue Karte für euch. Und zwar ist die da Shiling Himalayan Railway in der Mini-Format. Das sieht sehr interessant aus. Also man sieht ja schon, dass es hier die Bergstrecke ist. Und jetzt ein paar Kopfgleise. Mal schauen, ob wir die nutzen müssen. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal. Und schauen, was die Aufgaben sein werden. Okay, da kommt jetzt ein Workshop und da wird nach Kusayong noch da drüben will der. Oh, Spitzkehre, okay. Spannend. Ja, da müssen wir dann wirklich aufpassen, wie man die, wo ich die jetzt hinschicke und so. So, machen wir ein bisschen schneller. Oh, da kommt der nächste. Was nie Junction irgendwas. Beliebig. Und dann auf. Ah, okay. Kann ich schicken, wie ich möchte. Bleibst du da stehen? Ja. Hättest du von alleine, Kollege? Nö. Schaut nicht so aus. Mal was anderes hier mit den manuellen Weichen. Ich glaube, ich schicke dich mal auf das mittlere. So, wenn denn. So, wo bist du hin? Beliebig. Ja, dann kommst du erstmal hier rein. Und wieder nach Gamm beliebig. Ja, fährst du mal auf Gleis 1 ein. Wo fährst denn du danach hin? Ach, der fährt wieder nach Tintaria und dann weiter nach New. Also nach da unten. Und da hat es auch nochmal eine Spitzkehre da. Tisa Valley Branch Line. Okay. Ah, hier werden wir einstellen, dass du bitte automatisch wendest, wenn du hier reinfährst. Und der nächste. Der fährt gleich wie der erste. So, für dich geht's nach hinter irgendwas noch da oben weiter. Also dann da schon mal in die Spitzkehre reinfahren. Ja, Kollege, du musst dich jetzt noch mal ein bisschen gedulden. Da steht ein Zug jetzt erstmal hier drin. So, du fährst dann wieder in die Spitzkehre. Fahrt hast du schon mal.
Also, du bitte dann einmal wenden, wenn du angehalten hast. So, jetzt kannst du losfahren, Kollege. Bei dir geht's dann... Ach, der fährt dann wieder nach da hinten retour. Okay. Einmal wenden. Wo fährst du hin? Der fährt dann runter. Okay. Dann muss der eh da runter auf das Gleis. Du bitte auch nochmal wenden, wenn du angekommen bist. Fahrt da rein. Alles beliebig. Sehr geil. Der muss dann nach unten. Das heißt, den werden wir dann mal auf Gleis 1 reinschicken. Dann haben wir hier die Zugbegegnung. Der bleibt da kurz stehen. Aber der kann ich schon mal die Weiterfahrt geben. Nach da unten. Wenden, dankeschön. Und Freifahrt nach hinten. So, du bitte auch wieder wenden, wenn du ankommst. Und Einfahrt wäre gestellt. Die NP1. Okay, der wird dann nach da unten auf ein beliebiges Gleis. Du kriegst schon mal die Weiterfahrt. Weiche werde gestellt. Und dich lassen wir auch gleich wieder retour fahren. Du fährst da unten ein. Okay. So, bei dir wenden. Dankeschön. Bei dir ebenfalls wenden. Eigentlich muss ich warten, bis er da hinterm Signal ist, aber... Wollen wir jetzt mal nicht so genau nehmen. Wenden, wenn du ankommst. Danke. Ah, sorry. Fuck. Das gibt Minuspunkte. Oh, jetzt kommen die nächsten. Du fährst dann mal hier unten ein. Der fährt A noch dahin. Muss aber erstmal warten. Nochmal wenden. Und bis da unten hinfahren und dann fahren wir auf Gleis 3 ein. Ja, wenden es an. Erster, nächste. Und jetzt er hier. Cool. So, du dann auch wieder wenden. Dankeschön. Frag mich, ob die die... Ich werde vermutlich die Lokführer dann selber machen hier, oder? Ich weiß nicht, wie modern da die Bahn ist, aber ich gehe davon aus, das sind Handweichen da. Bei den Spitzkern. Okay. Ab geht's, Kollege. Bleibst du da stehen, Ingum? Ja.
Alles klar. So, der fährt nach Gum weiter, der fährt nach Grün weiter. Okay. Ja, bei dir habe ich gesagt, wenden. Sehr gut. Oh, in 2 Minuten fährt er hier schon wieder ab. Bleibst du stehen? Ja, kurz. Fährst du da unten rein und dann ist er schon mal weg. Sehr gut. Weiche ist gestellt. Er fährt nach Grün. Passt. Passt die Ausfahrt. So, vorspulen. Wenden bei Ankunft. Der fährt nur darüber und wieder retour. Alles klar. Jetzt ist die Frage, 8:29 fährt der ab. Der bleibt 8 Minuten noch stehen. Ich glaube, dann warten wir, bis der hier runtergefahren ist. Sonst blockiere ich da die Strecke. Wenden bitte wieder dann. So, Kollege, du fährst da runter. Eine Sorge weniger, der fährt dann auch. Der fährt die ganze Strecke hier wieder ab. Und die gleiche Zugbegegnung wie vorher wieder. So, wenden bei Ankunft. Alles klar. Der fährt in das Siding rein. Ah, nicht Siding, in die Branch Line. Bitteschön. Kannst du haben. Ja, ich lasse mal losfahren. Also, sorry. Hier rein. Du bitte auch wenden. Moment, fährst du? Ach, der fährt wieder nach da oben hin. Okay, alles klar. Fertige 50 Intercity-Züge ab. Der will nach Blau. Müssen wir den da jetzt zuerst rauslassen. Ah, zu diesem hellen Ding da. Und er fährt auch nach da unten. So, hast du da schon mal die Weiterfahrt? Du auch. Und du bei Ankunft wenden. Habe ich das bei dir auch gemacht? So. Dann fährst du dann gerade hier rein. Perfekt. So, weg mit dir. Ab nach da. Ach nö. Der fährt nach Zintaharia und dann in den Workshop. Okay, ja, dann muss man kurz warten. Wenden bei Ankunft. Und auch du wenden bei Ankunft. Und jetzt ist er hier unser nächster Kandidat. Ja,
Ja, Kollege, musst warten. Kommt der Zug. Ist eingleisig hier. Okay, er fährt nach Blau weiter. Welche Umwegen hier da oben? Gut. So, dreh. Geht doch, Kollege. Kein Stress hier. Bleibst du da? Ja, da bleibt da drüben stehen. In Siliguri. Wenn denn bei Anruf, bitte. Dankeschön. Erst dann hier unten rein. Wenn denn auch bei dir. Lass mal auf Gleis 1 einfahren. Gut. Bei dir habe ich auch wenn gesagt. Dann bist du der Nächste hier. Ja, läuft. Gut. Und bitte wieder wenden. Schaut, dass man hier bei diesen Stumpfgleisen nicht sagen kann, dass man automatisch wenden. Wird ein bisschen die Klickerei ersparen. Ja, das wäre schon richtig gewesen. Fährst dann hier unten rein. Bleibt auch mal kurz stehen. Du hast Einfahrt auf das Kopfgleis. Ich glaube, beim Edit schaue ich mir mal an, wie die Linie da in echt aussieht. Sieht nämlich spannend aus vom Layout her. Wird auch noch eine Minute stehen. Und da will er dann noch blau weiterfahren. Gut, er ist jetzt auch am Losfahren. Sollen wir hier wenden schon mal. Und er fährt auch nach oben. Okay. Rot bei dir, blau. Du musst jetzt eh erstmal rausfahren, damit hier frei ist. Perfekt. So, vorspulen. Auch hier wenden, dankeschön. Komm, werd frei. Sehr geil. Ein Zug weniger. Du musst dann noch da oben. Wenden mit aktivieren. Du musst ja ins, du musst in den Workshop, also musst du da auf Gleis 1 reinfahren. Und dann tun wir da schon mal Wenden wieder aktivieren. Ach nee, Moment. Der fährt von Tihandra nach Kurse Eng. Und dann erst in den Workshop. Also nicht wenden. Und dann kriegst du für mich die Weiterfahrt hier in das hier schon mal rein. Ich hab fast einen Fehler hier gemacht. Sorry. War keine Absicht.
Ah, weißt du was? Du kannst auf Gleis 2 einfahren. Und da kommt der nächste. Der fährt dann ebenfalls in den Workshop ein. Okay, wenn denn, dankeschön. Ja, Kollege, ist besetzt. Nicht stressen hier. Nochmal wenden hier. Okay, dann kannst du da auf Gleis 1 einfahren. So nett bin ich. Gerade Einfahrt. Und hier das gleiche Spiel. Gleis 2. Perfekt. Und dann geht es wieder retour zum Workshop für dich. Ah. Einfahrt natürlich. Entschuldigung. Was, noch einer? Ach, das ist wieder einer der Pendel zwischen da und da. Jo, da musst du dich jetzt gedulden. Ist jetzt ein bisschen belegt. So, nachdem du wieder in den Workshop bist, kriegst du jetzt mal das Gleis noch da hinten schon wieder. Ah, da bleibt jetzt 7 Minuten stehen. Ja, dann fährst du doch erstmal hier rein und du nach da. Die letzten Züge. Perfekt getimed. Wenden bei Ankunft. Das gleiche bei dir. Gut, bleibst du da stehen? Den, ja, das sagen wir auch mal wenden, wenn er da wieder retour fährt. Und du fährst dann auch Workshop, okay. Wenn denn, dankeschön. So, Minute Ausfahrt. Fährst du auf Gleis 3. Und einmal Workshop. Erledigt. So, Weichen für dich stellen. Was? Ach so, ja, stimmt ja. Entschuldigung. Und den schickt man dann gerade hinterher, wenn frei ist. Ja, easy going. Wenden, dankeschön. Dich auf 2. Also ich muss sagen, ist jetzt nicht das Schwierigste, aber das ist cool gemacht da mit den 2 Spitzkern, dass man da entsprechend die Züge so schicken muss. Das macht Spaß, das ist wirklich mal was anderes. Also da gibt es von mir definitiv einen Daumen nach oben. Schön. Ist vielleicht ein größer noch. Da muss ein bisschen Challenger, würde ich jetzt mal sagen. Okay, letzter Zug. 510 Punkte. Gute Arbeit. Wertung 100%. Cool, ich habe das auch nicht mehr einen Abzug gekriegt. Ja, Daumen nach oben. Ja, ich hoffe, das hat euch aufgefallen. War jetzt mal zweimal ein bisschen was Kürzeres.
aber trotzdem, war spaßig. Also, bis bald und bleibt gesund. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.